Hey, ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu meinem 300 Abonnenten-Special. Ja, ich habe die 300 Abos geknackt und ist zwar schon jetzt eine Zeit her, aber ich dachte mir so, mache ich halt ein Special. Und da sich ein paar Leute eine Roomtour gewünscht haben und ich mir dachte so, ja, eine Roomtour ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, mache ich jetzt hier auch eine Roomtour. Ich filme das alles jetzt gerade mit meinem Handy, also habe ich jetzt die Aufnahme gestoppt? Nee, habe ich nicht. Ja, ich filme das jetzt alles mit meinem Handy. Okay, fangen wir mal an. Also hier ist meine Tür. Also da kommt man dann da so rein in mein Zimmer. Und ich kann euch eigentlich im Prinzip so schnell schwenken und ihr habt da mein ganzes Zimmer gesehen. Weil im Prinzip ist mein Zimmer sehr, sehr klein. Hier nehme ich auf, hier schlafe ich, hier ziehe ich mich an und hier spiele ich ein bisschen Xbox. Weil dieser Fernseher hier, hier könnt ihr sehen, es ist hier nirgendwo ein Receiver. Aber gehen wir mal durch. Also hier, wenn man reingeht, hier auf der linken Seite, habe ich hier so eine... Warte, ich gehe mal so ein bisschen zurück. Da habe ich hier dann da so eine Wohnwand und ja, bei der habe ich dann da so ein paar Sachen drin, so eine Uhr, die gehört eigentlich mal aufgehängt, einen Playstation-Controller, obwohl ich meine Playstation verkauft habe und Schokobananen und so ein paar Sachen eben, ein paar Dokumente, oben so eine Box. Dann habe ich hier oben so eine Leiste, wo ich so ein paar Sachen aufgestellt habe. Also hier habe ich so meine zwei iPhone. Packungen oben, dann hier ein paar Arizona-Flaschen, Monster und so weiter. Hier ist mein Drucker und so ein Staubwedel, so von Swiffer. Yeah. Und ja, hier ist eben mein Fernseher. Ich weiß, guck mal, Leute, mein Fernseher ist jetzt nicht gerade so groß, wenn man jetzt mal mit meiner Hand vergleicht, aber... Der ist eigentlich zum Spielen so gar nicht so schlecht, weil ich setze mich da jetzt mal so auf den Stuhl her und dann nehme ich mir dann da so den Controller und dann zocke ich so und bin eigentlich eigentlich im Prinzip sehr nah dran, also geht das eigentlich schon klar. Dann habe ich hier eine Xbox 360, wenn ich mal fokussieren würde. Dann hier drin sind nur so ein paar Spiele, hier ist leer, hier sind nur so ein paar Spiele drin, Black Ops. MW3, GTA, ein paar Sims-Spiele von früher. Dann habe ich hier noch eine PSP, die habe ich noch nie in meinem Leben benutzt. Dann da oben habe ich meine Verpackung von meinem iMac, von meinem Drucker, von meinem Blue Yeti. Das ist übrigens mein Mikrofon, also wer sich gefragt hat, was ich für ein Mikrofon habe, ich habe... Das Blue Yeti Mikrofon, das seht ihr dann aber auch gleich. Meine Earpods hinten von meiner Festplatte. Ich kalte mir das nämlich immer auf, weil ich mir so denke, so ist es, denke ich, von Vorteil, wenn ich das aufhebe. Und wer sich jetzt fragt, warum hat der eine Mütze an? Ich habe eine Mütze an, weil meine Haare chaotisch aussehen. Ja, dann habe ich hier ein Fenster. Also wenn ich spiele, ist es eigentlich... Kacke, ich hätte zwar ein gutes Licht, aber es blendet sehr beim Spielen. Und hier ist übrigens, bin ich gerade in WoW auf Folgen. Und da, dieser Toto, das ist mein Bruder und der killt da gerade so ein paar Mobs und wir questen so ein bisschen. Dann ist hier mein Bettchen. Dann die pinke Decke hier, die habt ihr schon oft gesehen. Die nehme ich nicht zum Schlafen her, die nehme ich eigentlich nur zum Sitzen für meinen Stuhl, weil ich oft Rückenschmerzen dann bekomme. Und dann ist sowas eigentlich sehr sinnvoll. Also hier mein Bett. Mein Schrank ist jetzt eh nicht so wichtig, was da so drin ist. Da ist eh nur Kacke drin. Und ja, da sind auch noch so ein paar DVDs. So ein bisschen, ups, ein paar private Sachen, also von meinen Eltern. Und ja, jetzt kommen wir zum Wichtigsten, zu meinem Schreibtisch. Und zwar setze ich mich dazu kurz hin und erkläre so ein bisschen. Also ich habe einen
21,5 Zoll großen iMac vom 2012er iMac. Also ich bin mit dem super zufrieden. Ich habe zwar noch keine Windows-Partition oben mit Bootcamp, werde ich aber demnächst mal machen. Dann habe ich hier ein iPad Mini. Dann habe ich hier meine Handyhülle. Dann, wer sich fragt, was das hier ist, das hier. Moment. Fokus. Das hier ist ein... der möchte mir eine Stufe schenken. So, jetzt könnt ihr sogar sehen, wie ich Level up werde. Ich muss da jetzt ganz kurz annehmen, sorry Leute. Der möchte mir hier gerade so ein paar Stufen schenken. Weil wir haben ja Wert einen Freund gemacht. Hier, übrigens, die sind nicht leer. Da trinke ich immer raus, weil als Spare braucht man viel zu trinken, weil man auch viel reden muss. Dann habe ich hier noch ein Pickup, ein Joghurt. Das steht hier übrigens schon sehr lange. Das habe ich irgendwie noch nie geschafft zu essen. Hier ist dann mein Mikrofon. Also ich habe dann den Popschutz oben von der Marke K&M. Dann eben hier das Blue Yeti. Ja, Blue Yeti. Damit kann man das muten. Und hinten sind dann noch die Regler, Eingangslautstärke und wie der Effekt und so sein soll. Hier ist meine Tastatur. Ich kaufe mir aber dann demnächst die neue Rocket-Tastatur. Ich weiß, die ist schon ein bisschen schmutzig hier. Schaut euch das mal an, ey. Die muss ich echt... Warte. Ist mit dem Fokus. Ja, die ist schon ziemlich schmutzig. Die muss ich echt mal putzen. Dann habe ich so eine Kackmaus, so eine richtig scheiß billige Laptop-Maus. Da kaufe ich mir dann auch die von Rocket. Und ja, hier ist noch meine 2 Terabyte große Festplatte. Ja, und das war's eigentlich soweit. Also ich habe mehr Sachen, habe ich eigentlich auch gar nicht, die ich so hier in meinem Zimmer zeigen kann. Ich kann hier nochmal durchschwenken, so. Eingang, Wohnwand, Aufnahme, Schlaf, Bett und Ding. Also das ist nicht sehr weit von bis hier rüber. Also wenn ich jetzt mal bis zum Ende fahren sollte, dann bin ich... Moment. Jetzt stoße ich an und jetzt bin ich schon da. Also es ist nicht gerade sehr, 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 sehr groß. Aber ich habe Platz hier alles runterzukriegen. Unterzukriegen. Ich werde mir außerdem dann auch noch demnächst ein Ding kaufen. Eine Softbox, damit ich dann auch am Abend immer eine schöne Belichtung habe. Damit ich generell eine schöne Belichtung habe, wenn auch die Jalousien unten sind. Und ja, also Leute. Und jetzt kommt mir bitte nicht mit, du hast ein iMac, Apple ist scheiße. Leute, wenn euch Apple nicht gefällt, dann ist das eure Meinung. Aber mir gefällt, ich bin damit zufrieden und ist, glaube ich, auch die Hauptsache, dass ich damit zufrieden bin. Und ja, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich bin gerade ein bisschen außer Puste, weil ich habe echt sehr viel Stress. Und ja, das war's mit meinem 300 Abonnenten. Bis dann, macht's gut. Ciao.